Willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Puni Puni. Ich glaube, meine Haare gleichen immer mehr den von Abdallah. Keine Ahnung, ich habe heute irgendwie auf der falschen Seite geschlafen und dann haben sich irgendwie diese Haare auf der Seite übelst geplättet, weil ich wahrscheinlich draufgelegen habe. Naja, Shwayzy Time, Budingos. Wir machen weiter mit Yo-Kai Watch Puni Puni, beziehungsweise mit der Yo-Kai World. Wir könnten auch nach Amerika reisen, denn ich habe herausgefunden, dass wir uns schon in den USA niederlassen können. Die Frage ist, aha, man kann zwar in die USA, man kann aber nur weiter, wenn man Maximum N hat. Interessant, interessant, okay. Gut, hätte ich mir fast denken können, habe ich auch, glaube ich, im letzten Part so ungefähr angenommen, aber gut. Ja, da würde ich sagen, Brudingos, in die USA geht es dann halt erst später, nachdem wir die Yo-Kai World beendet haben, nachdem wir in Stadenstadt angekommen sind. Und dann können wir so langsam aber sicher in die USA gehen. Ja. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, die Yo-Kai World. Ja, wir haben soweit, glaube ich, alle Kanalisationen abgeschlossen. Ja, wir haben jede einzelne zu Ende erkundet und auch beendet. Und gut, es gäbe noch diesen versteckten Bereich beim Excelsior-Turm, aber die Yo-Kai sind zu krass, das können wir vergessen. Das machen wir dann nach der Yo-Kai World, ja. Und in Sachen Yo-Kai World, ich habe das Gefühl, es wird übelst hart heute. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden richtig krass auf die Fresse kriegen. Aber gut, ey, die Haare stören mich halt mega. Ich habe sie gerade eben nochmal irgendwie hochgeführt, aber die gleichen halt mehr nach Abdallah, als es mir lieb ist. Ach ja, genau, ich habe ja Kummers dann jetzt im Team. Läuft bei mir, ja. Und ich glaube, sogar mit Level 1 ist Kummasan schon irgendwie besser dran als Shibanyan. Deswegen lassen wir ihn drin. Fürs Erste jedenfalls, ja. Man könnte auch überlegen, dann irgendwann im späteren Spielverlauf, wenn wir dann auch Maximum N bekommen, dass wir den vielleicht ins Team ziehen, weil, naja, soll ich es euch erzählen oder soll ich es nicht erzählen? Aber das Ding ist halt, Maximum N kann healen und den Angriff steigern. Und da hätte man schon irgendwie Bock drauf, ja. Den Yo-Kai oder die Yo-Kai zu heilen. Und nicht nur das, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir den Angriff unserer Yo-Kai pushen, ja. Wir haben einen Bonus, oder halt einen Bonus, ja, von 5700 Punkten und das ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, möchte ich sagen. Ich finde jetzt mit Kummasan S haben wir auf jeden Fall die Kompetenz, hier gut voranzukommen, ja. Vor allem, da er noch, wie gesagt, auf Level 1 ist und auf Level 1 schon in etwa so stark ist wie Shibanyan auf Level 40 so ungefähr, ja. So, seine Werte steigen um 4 und um 5, das gefällt mir ganz gut. Das ist für einen Rang S in Ordnung. Ja. Also wie gesagt, na? Kanalisation haben wir soweit alle abgeschlossen. Jetzt kommt die Yo-Kai World, dann kommt Stadenstedt. Ich denke, wir werden auch gucken, dass wir Stadenstedt erstmal beenden, bevor wir jetzt nach Amerika reisen, ja? So, weil ich will jetzt nicht Maximum N mir schnappen und dann sagen, okay, ich bin weg, tschüss! Und dann in, ich weiß nicht, in die Yo-Kai Watch 3 Map gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist einfach, das gehört sich nicht! Das ist unhöflich dem Spiel gegenüber, weil wie kann ich es wagen, eine Welt quasi vorher zu verlassen, bevor ich sie überhaupt abgeschlossen habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ich bin da so ein bisschen gegen und deswegen gönne ich euch und gönne ich mir auch den Anblick an der Yo-Kai Watch 3 Map erst dann, wenn wir Stadenstedt abgeschlossen haben, ne? So sieht's aus. So, das Ding ist, wir haben die Shogunan-Ultiseele nicht ready. Das ist jetzt nicht so geil. Wir haben die nicht mal füllen können. Was ist denn da los? Egal, dann bekommen wir wenigstens noch die Kummasan-Ultiseele hin und machen keinen Schaden. Okay, damit war es das wieder für uns. Nice HD, Alter. Na, ja, wobei, mal gucken. Ja, nee, kannst du nichts machen. Kannst du nichts gegen machen. Ist einfach so.
Oh, Angriff steigt bei Komasan S sogar um 6 an. Teilweise. Also, wir können uns darauf einstellen, dass Komasan S zu einer richtigen Ultiseel und auch, ja, vielleicht wird er zur Ultiseel-Bombe, aber ich denke, er wird viel eher zur Level-Bombe, ja. Ich denke, mit Komasan S können wir richtig rasieren. Vielleicht wird er auch zum Tank, ich weiß es ja nicht, ne, also muss man hoffen, ja. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass die Ultiseel von Komasan immer ultra schnell am Start ist. Ist das nur so ein Eindruck, den ich habe? Kommt mir das nur so vor, oder ist es wirklich so, dass Komasan seine Ultiseel übelst schnell gezündet wird? So, okay. Die wichtigsten Ultiseels. Leck mich doch am Arsch. Haben wir so gut wie ready? Ich hasse das, wenn irgendwie, keine Ahnung. So, anscheinend, so, ich hasse das, also das ist halt immer das Gleiche, weißt du, so ein Ützel, der Ultiseel, fehlt noch. Und dann mache ich zwei Yokai, oder dann verbinde ich zwei Yokai-Wap-Wops, zerstöre die und es bringt trotzdem nichts, so, also das ist richtig zum Kotzen, so. Keine Ahnung. Wenn halt so ein kleines Ützel fehlt, um die Ultiseel zu füllen, verbindest zwei Yokai, es wird nicht gegönnt. Das ist halt immer das Beste an diesem Spiel, Alter, das ist immer zum Kotzen. Ah. Oh. Jedes Mal. Genau wie meine Haare. Die sind auch zum Kotzen. Ja, das wird aber jetzt schwer so langsam, ne? So langsam wird's schwer. Und ich weiß nicht, ich überlege jetzt irgendwie doch noch irgendwie einen Healer rein zu packern in mein Team hinein. Weil ich weiß nicht so, keine Ahnung. Ich glaube, ohne hier sind wir dann doch hier geliefert. Weil es ist kein Geheimnis, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt hier übertrieben ansteigen wird. Und natürlich wird das ganze Verbinden hier nicht gegönnt. So hätte man auch gönnen können. Aber jetzt so langsam geht das ja wieder los, dass das Verbinden nie gegönnt wird. Das ist immer das Gleiche, Alter. Das ist immer das Beste, Alter, wenn das Verbinden überhaupt nicht gegönnt wird. Das ist wirklich immer ultra krass so. Stehe ich voll drauf. Das ist richtig feierbar. Aber okay. Na jedenfalls, welchen Yokai könnte man denn rausschmeißen? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Shogunan lasse ich drin, weil der ist für den Rang S ganz gut. Puni-san oder Puni-koma finde ich auch nicht schlecht. So, das ist eigentlich eine ganz gute Sache mit ihr. Puni-nyan könnte ich vielleicht rausschmeißen, weil ich merke so, okay, ihre Ultiseel macht auch nicht so viel her. Da könnte ich doch eigentlich auch einen Healer nehmen und den dann quasi ins Team holen. Wisst ihr, was ich meine? So habe ich da zwar einen Attacker weniger, dafür habe ich aber einen Healer. So. Wir können ja mal vergleichen, wie gut die Life Points von Oberwichtel sind, wie gut die Life Points von Puninyan sind. Ich habe das Gefühl, Puninyan ist gar nicht so krass, wie ich das immer vermute. Gut, die Ultiseel von Puninyan ist ja auch auf Level 1, dementsprechend kann sie nicht so viel Schaden austeilen, aber es geht ja auch um die Lifepoint und Angriffswerte und wenn die halt echt zum Kotzen sind, dann sollte man sie einfach austauschen durch einen besseren Yokai. Und das wäre in dem Falle vielleicht Goldinan, wenn wir den bald mal bekommen, vielleicht sogar heute, wir werden es sehen. Wir haben ja im letzten Part ziemlich viel fusioniert und ich denke, wir sind ganz nah an der 100 dran, also an 100 Yokai im Medaillon, sodass wir dann quasi als Belohnung für die 100 Yokai im Medaillon dementsprechend auch die Belohnung erhalten namens Goldinan, Brudes. Vielleicht wird heute der Gönjamin gemacht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Wollte gerade sagen, Alter. Jetzt machen wir kein Hackmack und danke. So, vielleicht können wir die Ultiseel von Shogunan zweimal abdrücken. Mal sehen. Von der Größe her würde ich sagen, nein. Dafür ist aber jetzt Puninyan Brudes dran. Außerdem, diese Ultiseel von Puninyan ist auch einfach irgendwie total random manchmal. So, manchmal, wenn halt die Yokai Wapwops irgendwie nicht an der Position sind, werden keine Yokai Wapwops durch Puninyan quasi auf die Gegner geschleudert.
Das kann manchmal passieren. Wie gesagt, gerade dann, wenn irgendwie die Wapwaps nicht in der Position sind, in der Puninian das gerne hätte, dann kann es passieren, dass Puninians Ulti sind auch gar nicht zündet. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt richtig behindert. So, was... Wie sieht's denn aus? 325. Und... 258, okay, gut. Der Fokus bei Komasan S liegt halt nicht auf die Life Points oder nicht auf den Life Points, sondern eher auf den Angriff. Das ist bei Puni dann ja auch nicht schlecht. Wisst ihr, was ich meine? So? Ha. Also Puni Koma, Puni San lasse ich auf jeden Fall drin. Das ist kein Geheimnis. Ihr seht ja, wie krass die Life Points sind. Und wir brauchen jemanden, der so ein bisschen hochtankt. Ja? Wir brauchen aber auch einen guten Healer. Und wie gesagt... Es ist halt traurig, dass wir halt immer irgendwie auf Goldinian warten müssen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt richtig zum Kotzen. Weil, jetzt mal ehrlich, einen Rang S oder einen Rang S-Heiler aus dem Yokamaten kriegen wir nicht. Das ist... Könnt ihr vergessen. Die Chance dazu ist so gering... Da kannst du dich auch eigentlich direkt in die Tonne werfen oder aus dem Fenster schmeißen. So. Die Wahrscheinlichkeit, durch den Yukamaten Suizid zu begehen, ist größer, als wenn du aus dem Fenster springst. Wisst ihr, was ich meine? Also frag mich schon manchmal so, wieso das ganze Geld überhaupt ausgeben? Sparen wir das Geld doch dafür, dass unsere Yokai problemlos ihre Level-Ups bekommen. Beziehungsweise, dass diese Level-Up-Grenzen entfernt werden, ja? Diese Stufengrenzen, ihr kennt das. Oh, wir haben sie, krass, wir haben sie einfach besiegt, schon direkt beim ersten Anlauf. Ja, moin! Heftig, aber ihr seht auch meinen Life-Point-Stand, ne? Also, ich sollte Puni, oder, ja gut, Puni-San, Puni-Nian sollte ich vielleicht auch offscreen trainieren, aber... Ich sollte auch Komasan S offscreen trainieren. Ja, weil der ist so meine Hoffnung, wisst ihr? So ein weiterer Rang S-Yokai, den ich mir erarbeitet habe. Gut, ich hatte auch ein bisschen Glück mit Komasan A aus dem Yokai-Maten. Aber... Das ist so der Yokai, den ich mir am meisten erarbeitet habe. Mit der Fusion und so, wisst ihr? Neben Shogunyan. Die ganzen Rang S-Yokai, die ich bekomme, beruhen alle auf Arbeitssiege, ja? All diese Yokai habe ich, oder die meisten Rang S-Yokai habe ich nur bekommen durch die Arbeitssiege. Ja. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie viele Rang S-Yokai ich überhaupt noch habe. Ich glaube, es sind nur zwei. Shogunyan und Komasan S. Das wären soweit alle. Ja. Ich hatte mal in meinem gelöschten Spielstand mehr. Ich glaube, da waren sogar eine Handvoll. Aber ja. Die haben halt jetzt Feierabend gemacht. Leider. So, ich hoffe, wir kommen hier auch in der Yokai World ganz gut voran. Also, momentan, ihr seht, es ist halt sehr knapp Orangensaft. Wir überleben manchmal so mit 500 Life Points ungefähr. Wenn wir Pech haben, sterben wir auch. Wenn die Yokai Wapwaps nicht gegönnt werden, so, was auch mal hier und da passiert, wir kennen das. Das ist halt wirklich ein elementares Problem. Das passiert sau oft. Vor allem jetzt hier in der Yokai World, wo es noch schwieriger und schwieriger und schwieriger wird. Ah, ja. So, ich habe schon mal mein Handy bereit gemacht, denn gleich werden wir nämlich ein geheimes Level freischalten und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in Yokai Watch Wibble Wobble freigeschaltet habe. Ich glaube, ich habe mich erst um diese ganzen versteckten Level gekümmert, so richtig professionell, als ich überhaupt von dieser Tutorial-Seite wusste, die mir sagt, hey, so schaltet ihr diese Level frei. Ich werde der Seite gleich nochmal Props geben. Wie sich das gehört, ja.
Man muss ja immer irgendwie appreciaten, was man zum Internet findet und was einem auch hilft. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich wieder Komasans Ultisel bekommen, weil da können wir nämlich richtig Schaden raushauen. Also dann! Hauen Sie auf die Kacke, meine Boots! Ja, moin! Es ist halt echt krass, dass wir halt mit diesem Team auf ca. 6000 Bonuspunkte nach der Fieberphase kommen können. Gönnt euch, Alter. Das ist für dieses Team... Ich finde das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, Alter. Weil wenn wir diese 6000 Bonuspunkte schaffen in der Fieberphase, können wir die Gegner auch sehr schnell klatschen. Ja. So, Stage 161 müsste die sein, genau, die uns dann zum Geheimlevel bringt. Also noch ein einziges Spiel. Ja. Und ich würde überlegen, da einen Heiler mitzunehmen, weil die Aufgabe dafür ist richtig cringe-tendo. So wie meistens in diesem Spiel. Wenn es nicht 12.000 Punkte sind, die man bekommen soll, was ja eine vollkommen unmögliche Aufgabe ist, vor die man gestellt wird, da musst du auch manchmal gucken, dass du einen Yokai Wapwap auf die Stufe oder auf die Größe 25 pushst. Ja. Aber ich sag mal so, wenn das mit dem Verbinden im nächsten Level genauso gut klappt wie hier, dann sollte das doch kein Problem sein, oder? Ich meine, das ist gerade richtiger Gönjamin-Modus, Alter. Gönnt euch. Ohne Scheiß. Also das wurde gerade richtig gegönjamint. Heiliger Bimsbams. So, vielleicht können wir nochmal Pony Sans Ultisil vollmaken. Danke sehr. Da! Es ist krass. Ach, geil, ey! Ja, also, in Stage 169 müssen wir einfach einen Wapwap auf die Größe 25 oder höher bringen. Gut, wir müssen nicht zwangsläufig 25 Wapwaps direkt verbinden, sondern wir können uns das aufteilen. Frage ist, bei wem machen wir das? Bei wem machen wir das? Wir schauen mal spontan. Ja. Ich meine, sofern es nur ein Portal ist. Okay, dann eben nicht. Natürlich müssen auch noch Pupsi und Frau Langhals dabei sein. Ich hasse sie. Wirklich, ohne Scheiß. Ich würde sagen, wir degradieren mal einen guten Schleifer zum größten wahnsinnigen Bimbo. Vielleicht aber auch Puninjan, weil... Ja, wir machen Puninjan. Vor allem müssen wir auch das Glück haben, dass wir gleich dann noch irgendwie die... Ultisil von Puni-san bekommen, aber... Das sieht nicht danach aus. Ich habe das Gefühl, ich werde eher sterben. So, komm, ich glaube noch einer, oder? Ja. Scheiße, das wird nichts. Fuck, Alter. Ach man. Ja, scheiße. Was willst du da machen? Es ist einfach eine ehrenlose Aufgabe. So kannst du nichts machen, Alter. Richtig ehrenlos, Mann. Solche Aufgaben sind wirklich immer zum Kotzen. Weil du halt irgendwie immer das Glück haben musst, dass diese Wapwaps da sind, so. Du musst halt direkt schon sehen, okay, krass, den Joker kann ich dafür benutzen. Du verlierst auch so viel Zeit und wenn du Zeit verlierst, verlierst du auch Leben. Und zwar nicht wenige Leben. Das regt halt voll auf, ey. Das ist mega zum Kotzen. Ja, toll. Natürlich werden da auch keine Bonuskugeln gegönnt, weil warum sollte man auch? Ja, also man kennt's ja. Die Wapwaps waren groß genug. Man hätte damit viel größere Yokai bekommen können und damit auch vielleicht einen größeren...
Ich habe nicht auf Schleifer gedrückt. Ey, das macht wieder alles. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe nicht auf Schleifer gedrückt. Das meine ich mit der Steuerung. Es ist halt manchmal so ein Scheiß. Ich habe niemals auf den drauf gedrückt. Das macht alles gar keinen Sinn, Alter. Also, es ist halt schlecht. Ja. Kann ich nichts gegen machen. Ich würde es nicht jedes Mal sagen müssen, aber ey, ich habe nicht auf Schleifer drauf gedrückt, sondern auf die unteren Yokai. Wieso muss ich dann immer drunter leiden? Ich verstehe das nicht. Es ist so dumm, ey. Und ihr seht, wie knapp das hier ist, ne? Ihr seht, wie knapp das hier ist. Wie soll ich das hier mit dem Wattpop Größe 25 schaffen? Das kann nicht funktionieren. Naja, mache ich dann irgendwie offscreen, ja? Weil ich habe da jetzt gerade im Part selbst keinen Bock drauf, so. Das mache ich dann offscreen und schneide euch das dann irgendwie im nächsten Part am Anfang rein. Weil das macht keinen Sinn, ne? Es macht keinen Sinn, sich hier unnötig aufzuregen, wenn man daran keine Schuld hat. So, vielleicht soll ich doch gucken, dass ich einen Healer reinpacke. Aber gut. Ach ja, und im nächsten Part zeige ich euch auch, wie ihr diesen Yokai bekommt, ne? Der immer noch in den Achievements auf uns wartet. By the way. Jetzt gibt's aber erstmal ein paar Münzen auf die Fresse. Mal gucken, was da so alles rauskommt. Komm schon. Also es kommt nur Scheiße bei raus, aber vielleicht Yokai, die wir bisher noch nicht hatten. Gönjamin? Nein, natürlich nicht. Natürlich kein Gönjamin. Wir sagen, wir schmeißen alles rein, außer die 5-Sterne-Münzen. Die heben wir uns für später irgendwann auf, ne? Oh, den hatte ich bisher noch nicht gehabt. Okay, das ist mir neu. Ich dachte, okay, den hab ich schon mal gehabt oder so. Aber da war ich wohl in Gedanken woanders, aka in Gedanken bei Yokai Watch. Lul. So, ich glaube drei, Mystica-Münzen. Oh Gott. Umbringen. Umbringen. Ach, die Scheiße. Amnesimon. Putz dir die Zähne und verschwinde, Mann. Oh, Doofkap. Ich glaube, den hat es bisher noch nicht. Ja, moin. Das ist dann doch ein kleiner Bruder. Ja, nicht schlecht. So, komm, jetzt aber bitte noch einer, den wir bisher noch nicht hatten. Zwei Münzen bleiben uns noch für heute übrig. Ja. Spansel, ich glaube, den hatte ich bisher auch noch nicht. Yes, Alter. Nice, Mann. Wir kommen der 100 immer näher. Brutz. Ich glaube, es sollten diese jetzt um die 90 sein. Ich glaube, noch 10 Yokai fehlen mir. Wieso auch immer ich in diesem Spielstand so wenige Yokai bekomme. Aber okay, also so viele neue Yokai. Keine Ahnung. Wie gesagt, in Schwalbing hatte ich schon die Möglichkeit, Goldiner zu erhalten. Das habe ich wahrgenommen. So, ja. Und hier, erst in der Yokai World, das ist ein schlechter Witz. Die Frage ist jetzt, er wird als neuer Yokai quasi eingespeichert, weil wir ihn ja nicht mehr hatten. Wir hatten ja nur Oberwichtel gehabt, wisst ihr? Und ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Was ist, wenn ein Yokai sich entwickelt, dann haben wir quasi ja diesen einen Yokai gar nicht mehr da. Das heißt, wir müssen ihn dann wieder neu sammeln. Das ist interessant. Naja, Brudingus. Gut, das sind nur Chili-Garnelen. Fürs zum Yokai-Marten gehen höchstwahrscheinlich. Aha. Fürs 30 Mal zum Yokai-Marten gehen. Alles klar. So, wir gucken mal ganz kurz, bevor der Part endet. Wie viele Wappops haben wir denn schon im Inventar? Gerade mal. Ach du Scheiße. Oh, das ist zum Kotzen. Haut rein und bye. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yokai Watch Puni Puni sehen wollt, lasst ein Abo da.
wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, also bye.